Festspielen möglich ist. Etwa 500 Tage ist es her, da wurde Elisabeth Sobotka als zukünftige Intendantin der Bregenzer Festspiele vorgestellt. Ab 2015 wird sie die Geschicke der Seebühne entscheidend mitbestimmen. Noch ist Sobotka zwar in Graz engagiert, doch schon jetzt plant sie für die Zeit ab Januar 2015 in Bregenz und das mit großer Freude. Ich freue mich wahnsinnig. Also es ist die Region, der Ort ist so schön und inspirierend. Ich freue mich einfach auf die Zeit hier am See mit den Möglichkeiten der Festspiele, neue Dinge zu entwickeln. Ja, die Vorfreude ist riesig. So wurden heute auch die ersten Details des Programms bekannt. Für die Spielzeiten bis 2018 werden auf der großen Seebühne zunächst Turandot gespielt, danach folgt Carmen. Daneben will Elisabeth Sobotka auch eigene Impulse geben, auf Bewährtes von David Pountney aufbauen und gleichzeitig Neues wagen, so das Motto. Also einerseits das Weiterentwickeln, was David hier wirklich hervorragend vorbereitet hat und gemacht hat. Und dann möchte ich speziell mich um den Nachwuchs kümmern, einmal in puncto Sänger. Ich möchte ein Opernstudio gründen und dann auch wirklich in puncto der schaffenden Künstler. Wir werden ein Opernatelier ins Leben rufen, wo wir Komponisten mit Künstlern, einerseits wirklich aus dem Opernbereich, andererseits aber auch im Idealfall bildende Künstler zusammenbringen und da eine Atmosphäre schaffen, wo neue Ideen entstehen können. Mit der Entscheidung für Elisabeth Sobotka und die damit verbundenen Innovationen setzen die Bregenzer Festspiele weiter auf Kontinuität. Evolution statt Revolution, so nennt das Festspielpräsident Hans-Peter Metzler. Es geht um die Tradition der Festspiele und die Festspiele haben eben diese große Tradition, dass das Hauptprodukt eben Oper, es hat sich entwickelt von der populären Operette Richtung große Oper hin über die Jahrzehnte und das wollen wir weiterentwickeln. Aber entscheidend ist eben, dass im Haus ein Neues passiert, eben so wie von Wopmann auf Pountney, von Raritäten auf Auftragswerke wird es jetzt besondere Umsetzungen von Opern geben. Ein bisschen Geduld müssen sie in Bregenz aber noch haben. 2014 wird in der zweiten Spielzeit die Zauberflöte gespielt, auch wenn die Bühne bei den momentanen Temperaturen nicht gerade zum Verweilen einlädt.